Aber wieder recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal. Wir spielen heute Resident Evil 2. Ja, und ich weiß, der Stevie hat Resident Evil 2 schon mit Leon durchgespielt. Deswegen spielen wir Resident Evil 2 heute mit Claire durch. Wenn ihr die Storyline sehen wollt, ja, bitte schaut euch dafür das Resident Evil 2 mit Leon, mit Stevie an zusammen. Weil wir werden heute das Ganze hier ein bisschen anders aufbauen. Aber werdet ihr auch gleich in dem Video sehen. Und wir wollen auch gar nicht lange schnacken, sondern werden direkt starten. Ja, nice. Damit beginnt's. Als Claire auf dem Moped. Aber super nice Moped, muss ich mir wirklich gerade sagen. Ne? Also, schöne Harley Davidson. Gönnt man sich. So, was ist denn hier passiert? Also wir sind jetzt hier an der Tankstelle angekommen, haben gerade noch mit irgendwem gequatscht, telefoniert. Keine Ahnung mit wem, aber it is here always. Polizei ist auch am Start. Aber bleibt leer. Dann gehen wir noch mal gucken, was jetzt hier drüber los ist, weil hier hat es ja ein bisschen geklimpert. Hallo? Hallo? Wer ist der? Irgendjemand hier? Wahrscheinlich nicht. Oder? Das sieht nicht gut aus. Hallo? Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Was ist hier passiert? Wollen wir mal gucken. Ist hier irgendwer? Hallo? Bist du Misters? Alles in Ordnung? Da ist jemand. Hallo? Warten Sie hier. Ich schau mal nach. Okay. So reden kann sie nicht mehr, oder was? Kannst du noch zeigen, oder wie? Na gut. What? Was ist hier denn für einer? Hey! Was zum Teufel? Ja, netter Typ. Hey, sperrt uns erstmal hier ein. Ja, da haben wir natürlich ganz viel Spaß bei. Dann gucken wir mal, was erwartet uns hier? Entschuldigung, ist alles in Ordnung? Zurückgreifen, Ma'am. Nicht näher! Oh mein Gott! Weg von ihm! Ich sag's jetzt, weg von ihm! Ja, genau! Kommen Sie mir nicht näher! So, der große Unterschied zwischen Stevie und meinem Spielstil ist, ich baller alle weg, was ich hier finden kann, ne? Stevie ist ja immer sehr munitionssparend. Ja, muss man dazu sagen. Manchmal vielleicht auch ein bisschen besser. Aber ich nicht. Bei mir wird alle draus gerotzt, was ich in die Finger kriege. Also wir haben einen Revolver. Ein bisschen Munition noch. Nicht mehr viel, aber ist okay. Soll da ausreichend sein. Unmöglich. Jetzt, Alter. Ist der am Leben? Liegen. Was hast du denn liegen können, hab ich gesagt? Nochmal? Okay. So. Drei Schuss. Keine Munition mehr. Alles schlecht. Aber ich weiß, von wem, glaube ich, die drei Schuss noch sind. Ich hab jetzt erstmal hier eine ins Gesicht geschossen. Dafür, dass du mich eingesperrt hast. In die Nase. Lass ihn schnell raus! Wow, bist du denn? Nicht schießen! Runter! Leon! Ja, da kommen wir zu Leon! Ab und zu werden wir Überschneidung haben. Wir müssen raus hier. Aber mal gucken, wie das kannst du noch weitergehen. Alles gut? Ja, denke schon. Danke. Dank mir später, wenn wir sicher sind. Niemals! Oh, Scheiße! Auf in den Kampf! Ich hab leider nur noch zwei Schuss. Ja, die ist nicht viel. Los jetzt! Auf uns kommen! Rein da! Jo! Festhalten! Nice. Okay, auf geht's nach Raccoon City. Okay. Da kommen wir nicht weiter. Also müssen wir aussteigen und laufen. Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Aha. Clever Kerlchen. Oh Gott, was ist da los? Nice. Wohl eher rennen. Ja, gute Idee. Ach du Schande! Leon,
Auf nicht. Fahr rückwärts! Was zur... Heilige Scheiße! Claire, steig aus! Steig aus, jetzt! Ich kann nicht! Festhalten! Wow. Ja, das ist, glaube ich, nicht so. Das lief ja mal semi-gut. Ja, zum Glück ist er ausgestiegen. Hoffen wir mal, dass... Alter, genau. Als ob sie jetzt noch aufstehen würde. Die hat sich doch dabei alles gebrochen. Sagen wir mal ehrlich, oder? Also. Claire! Claire, alles klar? Oh, er liegt auch noch. Mir geht's gut. Was ist mit dir? Ich muss weg hier. Ist nicht sicher. Oh, Scheiße. Geh schon weiter. Ich treffe dich bei der Station. Ja, okay. Wir treffen ihn bei der Station und wir verdünnisieren uns. Sind ja ein paar Leutchen hier. Hallo, Freunde. Ah, hier steht alle auf. Ist klar. Ist klar. Lasst mich in Ruhe. Schön zumachen. Schön. Genau. Super nice. So, damit sind wir in der Raccoon Police Station. Mit zwei Schuss. Alles gut. Ich hätte gern ein bisschen mehr Munition, aber. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Na, dann gehen wir da einfach mal rein. In the station. Sehr nice. Die Umgebung erkunden. Irgendjemand hier? Ja, brüll da noch mehr rum. Pool. Ja, da steht nicht umsonst Keep Out. Aber. Wir werden mal hier drunter durchkriechen, weil ist ja schön. Macht man halt so. Toll. Ja, denke ich mir auch gerade. Ganz toll. Wo bist du? Na, er wird irgendwo da hinten sein. Oder? Er sagt Ostkorridor. Schätze ich mal, wir müssen hier lang. Ist aber auch verdammt dunkel. Ach, wirklich verdammt dunkel. Was knarzt hier so? Konzentration, Claire. Oh. Konzentration. Konzentration. Mira? Okay. Hier sind wir anscheinend im Presseraum. Scheint so zu sein. Aber das ist noch nicht da, wo wir hinwollen. Wir sollen ja hier dem Typen irgendwie helfen. Ah. Ja, das war... The Lady. So, dann gehen wir doch mal gucken. Wo haben wir denn den guten Boy? Oh Gott. Aufmachen! Ja, ja, ja. Ich komme. Aufmachen! Ich bin mach sofort da. Die verdammte Tür auf! Ja, warte. Hier, die Tür komm. Aufmachen! Komm raus jetzt! Aufmachen, bitte! Ja, hier, geben Sie mich an! Hilfe! Festhalten! Geben Sie mir die andere ist denn daran okay? Der Typ hat Schmerzen, oder? Oh mein Gott! Der Typ hat Krieg unterhalten. Was? Was soll ich denn machen? Tut mir so leid. Okay. Oh Gott. Lulu Obstruct. Okay, okay. Alter, das sieht nicht... Das ist... Nee, das ist einfach... Nee. Ah, okay, hier haben wir. Ja. Okay, hier haben wir die Codes. Kehrt zurück zur Eingangshalle. Ja, dann. Hallöchen, wer bist du denn? Der hat mich gesessen. Sorry. Ja, schon. Wollt's nachladen? Warten Sie eine Sekunde. Dankeschön. Kann ich nochmal nachladen? Oh. Da kam noch jemand.
Wir lassen ihn mal in Ruhe. Geh mal weg. Sonne. Zack. 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 Wir beide liegen erstmal. Nice. Oh Gott, wir sind einfach mal. Wir gehen ganz schnell zurück hier. Zurück in die Eingangshalle. Gib ihm. Ja, nun komm nun. Lass doch mal hier durch. Hilfe! Wer was? Wer bist du denn? Ich bin dran. Okay. Alles klar? Ja. Danke. Du bist sicher. Vorerst. Und wer bist du? Marvin Brenner. Ah, Marvin. Es gibt aber noch David. Danke. Du wurdest wohl gut ausgebildet. Ja. Naja. Ich weiß, wie man auf sich aufpasst. Komm her. Sie ist ja keine Polizistin, oder? Sie ist ja nur die Schwester eines Polizisten. Hier. Du brauchst das sicher. Was denn? Nein, ich nehme das nicht. Sie werden das. Waffenteil? Und pass gut auf. Wenn du eins von den Dingern siehst, wer immer es auch war, darfst du nicht zögern. Okay. Schalt es aus, wenn du kannst. Oder renn. Ja, wir werden wahrscheinlich ausschalten anstelle von rennen. Also wir haben keine Munition mehr. Dann müssen wir rennen. Okidoki, Kampfmesser. Sehr geil. Bereithalten und schlitzen. Na, da sehe ich mich doch. Aha, okay. Cool, cool, cool. Na gut, also, denn gehen wir mal bei der Kuchen. Wir müssen ja das Rätsel lösen. Mit diesem Löwen und Co. Guck mal hier, hier kriegen wir den ersten die erste Medaille. Also, Löwe. Blättchen. Hol. Sehr gut. Die Leon-Statue. Iron. Die werden wir jetzt auch gleich schon mal einsetzen. Flup. 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 Sehr nice. Also hat Elliot recht. Ja, er hatte recht. Ja, noch sind wir nicht raus. Noch müssen wir ein bisschen arbeiten. Landete. Bei dem geht's, glaube ich, nicht mehr so gut. Gucken wir uns hier mal ganz kurz an. Eieiei. Ja, dem geht's gar nicht gut. Alter. Wer ist da? Wer ist da? Was ist denn mit ihm? Wie kommt er denn da oben hin? Okay. Gut. Sein Kopf. Okay, da hier ist Brüch wieder so ein Special. Was ist das denn? Ja. Sowas legen wir uns bestimmt gerne an. Mich gar nicht. Was gibt's hier? Das ist ein Lämmige. Das ist das Geschmack daneben. Mistviecher da. Bleib doch hin. Kleine Mistmann. Soll jetzt liegen bleiben, habe ich gesagt. Liegen bleiben. Mann. Das ist denen mal fünfmal sagen die jetzt, ja. Unglaublich. Wie gesagt, bei mir, Munition sparen, fehl am Platz. Ich sag's euch, bei mir wird rausgeballert, was rausgeballert werden kann. Welcome Leon, stimmt. Genau, und hier drin stand jetzt erstmal von wegen, wie wir hier unser Schloss hier öffnen können. Und zwar mit den Namen. Marvin. Rita. Und, bist du? George. Marvin. Rita,
George. Nummer 1. Nummer 2 ist David. Elliot. Und Neil. Nett. Genau, nett wart. Nett schlecht. Schnelllader. Jawoll. Da sehe ich doch meinen kleinen Revolver. So, was haben wir hier noch Feines? Hier haben wir noch einen Safe. Genau, und wir wissen, dank Steven, wie die Kombination ist. 9. 15. 7. So, und damit haben wir uns schon mal die Gürteltasche erschlichen. Ja? Wie gesagt, wenn ihr die komplette Story sehen wollt, dann schaut euch bitte das Let's Play von The Stevie an. Wir werden das bei uns jetzt hier, wie gesagt, ein wenig anders handhaben. So, wer ist jetzt hier aufgewacht? Das ist jetzt bestimmt der Typ hier aus dem Büro aufgewacht. Kann halt sein. Ja, ja. Maul mal rum hier, ich gehe hier lang. Was haben wir hier? Schließfachnotiz. Ach ja, hier gibt es ja dann die wunderbaren Ersatztasten, die wir dann finden müssen. Weil uns fehlen ja Tasten, ne? 102, 103 können wir schon mal nicht nehmen. 106 könnten wir nehmen und 109 könnten wir nehmen. Also, gehen wir mal hier hin und sagen 106. Ende. Wunderbar. Und 109. Wunderbar. Ja gut. Vor allen Dingen, ich finde es witzig, diese Tasten könnte man auch mit einem spitzen Gegenstand einfach reindrücken. Ja, dazu brauche ich keine Taste. Nicht ehrlich. Aber gut, wir nehmen jetzt erstmal hier uns einen Film und Munition. Munition finde ich, ist, kann man immer gut gebrauchen. Kann ich mich einmal kurz nachladen. So, okay, damit haben wir jetzt hier das Schließfächchen einmal durch. Hier ist auch noch wer. Dich nehmen wir mal kurz mit. Damit du mir nicht auf den Sack gehst, machen wir dich mal hier soweit dicht. Genau, Fenster barrikadieren. Kannst du hier schönes ans Fenster klopfen, wenn du möchtest. Hab ich gar kein Problem. Gar kein Problem. Und den gehen wir jetzt mal den Film uns jetzt hier ausdrucken. Erinnerungsfoto. Ah, eine Statue. Mit einem Zepter und einem Buch drin. Okay. Das wird ein Hinweis sein, den wir später benötigen. Gehe ich jetzt mal ganz stark drauf aus.